Hey, hallo Leute, wie läuft's? Marinierte Rippchen mögen vielleicht erstmal nicht besonders klingen. Vielleicht kennt ihr auch schon mehrere Marinaden für das leckere Fleisch. Aber dieses Rezept habe ich von meiner Mutter gelernt und ich finde es einfach super toll. So, los geht's. Die Zutatenliste ist unten, wie immer in der Beschreibung. So, zunächst müssen wir die am Vortag marinierte Rippchen aus dem Kühlschrank nehmen und die überschüssigen Gewürze abnehmen. Ich nehme dafür die Rippchen einzeln und tupfe sie sozusagen trocken. Sonst würden nämlich die Gewürze in der Pfanne direkt anbrennen und einen unangenehmen Geschmack hinterlassen. Trotzdem werden wir die Flüssigkeit, die Rippchen abgegeben haben, nicht wegkippen. Später werden wir sie noch verwerten. So, weiter geht's jetzt zum Herd. In einem hohen Topf braten wir nun die Rippchen in kleinen Portionen scharf an. Das muss bei starker Hitze und ganz schnell passieren, denn die Rippchen sollen wirklich nur scharf anbraten und nicht kochen. Und weil mein Topf klein ist und nicht die ganze Portion Fleisch reinpasst, teile ich es in zwei Etappen auf. Seht ihr, welche Farbe die Rippchen bekommen? Die Gewürze und der Essig sorgen für diese schöne goldbraune Farbe. Jetzt kommt die letzte Fuge dran. Und dann geht's weiter. Sobald alle Rippchen angebraten sind, müssen wir den Topf schaubern oder austauschen. Sonst bleibt ein eingebrannter Geschmack zurück. Das wäre nicht so schön. Ich kümmere mich jetzt erstmal um meine Gemüse und lasse den Topf abkühlen. Zunächst würfele ich dafür die Paprika. Wie viele von euch vielleicht schon wissen, benutze ich statt einer ganzen Paprika einer Farbe immer drei Stücke Paprika unterschiedlicher Farbe, um dem Gericht auch optisch einen Reiz zu geben. Die Zwiebeln müssen ebenfalls bearbeitet werden. Ich hacke sie fein. Den Tomaten entfernen wir den Strunk und schneiden sie ebenfalls in kleine Würfel. So, und nun saubere ich meinen Topf. Natürlich könnt ihr auch einfach einen neuen Topf nehmen. Warum nicht? In dem sauberen Topf erhitze ich nun einfach etwas Olivenöl und brate das Gemüse, abgesehen von den Tomaten, an. Etwas umrühren und alles anschwitzen lassen. Nun löschen wir alles mit etwas Weißwein ab, salzen ganz leicht und lassen den Alkohol ca. 2 Minuten verkochen. Natürlich könnt ihr den Alkohol auch einfach weglassen oder zum Beispiel durch etwas Brühe ersetzen. Nach mindestens 5 Minuten wird das Gemüse etwas Flüssigkeit abgegeben haben. Nun ist der Moment gekommen, die Rippchen hinzuzugeben und gut umzurühren. Und jetzt kommt auch die Flüssigkeit der Rippchen ins Spiel, die wir einfach zurückgestellt haben. Leicht verdünnt mit einem Schuss Wasser kommt sie auch in den Topf. Dazu kommen die gewürfelten Tomaten. Sie werden dem Gericht noch etwas mehr Flüssigkeit geben und wir dürfen später saftige Rippchen genießen. An dieser Stelle kommt auch noch etwas Salz dazu, denn wir haben ja beim Marinieren kein Salz verwendet. Wir rühren alles gut um. Und ihr seht nun, dass sich etwas Soße gebildet hat. Damit ihr ungefähr absetzen könnt, ob ihr noch etwas Brühe oder Wasser hinzugeben müsst, könnt ihr euch daran orientieren, dass die Rippchen nicht alle von Flüssigkeit bedeckt sein sollten. Wir wollen ja keine Suppe haben. Bei mittlerer Hitze lassen wir zuletzt das Gericht 30 bis 40 Minuten abgedeckt kochen. Kurz bevor die Rippchen fertig sind, sollte auch die Beilage fertig sein. In meinem Fall gibt es heute Pommes. Und die Rippchen werden jetzt aus der Soße genommen. So können wir die Soße weiter köcheln lassen.
damit noch etwas Flüssigkeit verkocht und wir eine dickflüssige Soße erhalten. Der nächste Schritt ist optional. Entweder könnt ihr die Rippchen mit den Knochen servieren oder ohne. Da sich das Fleisch unwahrscheinlich einfach vom Knochen lösen lässt, ist es auch nicht mehr viel Arbeit, es abzunehmen. Seht ihr, wie schnell und einfach das geht? So, und nun geben wir die Rippchen oder einfach nur das Fleisch der Rippchen in die fertige Soße. Das sieht doch schon lecker aus. So, umrühren und fertig. Abgedeckt zieht alles noch ein paar Minuten zusammen durch. Währenddessen können wir die Kartoffeln aus dem Fett und lassen sie auf Kuchencrepe abtropfen. Und jetzt kann angerichtet werden. Etwas Fleisch mit Soße und das nicht zu knapp. Kartoffel und noch mehr Soße. Und ich kann jetzt nicht mehr warten. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Wenn mein Vater mich jetzt sieht, er liebt dieses Gericht. So, guten Appetit. Wow, lecker. So, das war's für heute und ich hoffe, euch gefällt dieses Gericht ebenfalls. Danke fürs Zuschauen und probiert es aus. Und wenn ihr es mögt, lassen wir einen Daumen hoch da. Hasta la vista.